Willkommen zurück zu TDT Lego mit allen. Guten Tag. Hi. Moin. Ja. Oida, oida, Flo. Das hat mir jetzt ein bisschen das Herz gebrochen. Ja, das war ja. Weißt du, Benny jetzt wieder die ganze Schmach über sich ergehen. Wir haben halt alle gedacht, dass der Benny so ein Pisser oder Aber Benny hat sich auch so verhalten, als wenn das gewesen wäre. Ja. Benny steht direkt daneben. Ja, okay, wir haben keine Namen genannt, aber halt deswegen. Ich bin jetzt mal unten im Keller und mach die ganzen Trader-Dinger da an. Stell dich bitte so, dass sie euch töten, okay? Mach mal, okay, ja. Okay, warte, mach noch nicht. Ich stell mich direkt vor den. Ich stell mich direkt vor den Ambulance. Daniel, halt drauf mit der Kamera. Ich stell mich direkt vor den Ambulance-Wagen. Gut stehen. Drückst du den Ambulance-Wagen? Ich steh direkt davor jetzt ab. Drück ihn bitte. Ja. Muss aber einmal mal den Trader-Raum bitte aufmachen. Ja, du bist doch Trader. Nee. So, oh. Muss man den Raum aufmachen. Ich komm schon. Okay, dann nicht. Dann nicht. Lame. Ich hab gedacht, das wäre jetzt echt lustig gewesen, weil Dani hat voll draufgehalten. Ja. Und ich glaube, noch nie ist einer davon erwischt worden, oder? Von den Sachen. Ich glaube, einmal ganz so leicht beim ersten Mal. Ah, Flo. Die sind ja ziemlich offensichtlich, so gesagt. Doch, beim allerersten Mal bin ich gestorben, weil ich da auf dem Tower vom Infomaniac drauf stand und der Krankenwagen in den Tower reingefahren ist. Flo? Beim ersten Mal. Hallo? Was hast du da so um die Ecke gewartet, Flo? Ich hab nur nichts gewartet. Okay. Wenn ich Trader wäre, ich wäre sofort in den Raum gelaufen, ich hätte alles aktiviert. Wolltest du mir gerade den Patriot Deathlock geben? Ja, jemand hat den nicht funktioniert. Moment, hier hat jemand eine Frag geworfen. Das war gerade eine Frag, die explodiert ist. Ich hatte eine Discombo geworfen, das hat Rafa gesehen. Nee, das war aber der Innocent-Sound. Das war der Innocent-Sound und hier gibt's keinen Feuer. Hier, hat jemand eine Fracking geworfen. Was für ein Innocent-Sound. Da hab genau da, wo Jung war, hab ich eine Discom geworfen. Ja, das hat Rafa gesehen. Ich hab auch Discom. Ich hab's auch gesehen. Ja, aber das war der. Ja, hier, Diegel, hier. Schieß Diegel. Okay. Ich swore eine Discom. Aber es war der Incendiary-Sound und nicht der Discom-Sound. Bei mir war es der Discom-Sound. Bei mir war es auch ein Discom-Sound. Drei Traitor. Das hab ich ja nicht gesagt. Ich hab's gesagt. Alter, Rafa, bitte frag nicht. Ach, ja. Klar, ich frag. Jetzt mich verarschen, Cooper. War das schon wieder eine Disco? Nee, das war eine Disco, ja. Ich hab den Trailer geworfen. Ihr habt den Trailer jetzt auch gerade gedrückt. Aber da ist doch schon wieder was vorher explodiert. Ja, ich hab auch eine Disco geworfen. Hier. Ja, nein, die jetzt, ja, aber vor der Disco, vor der eben. Ja, ich hab hier eben auch gerade eine Disco hingeworfen. Aber das hat sich wieder nicht angehört wie eine Disco. Geht da weg. Guck! Das war keine Disco! Die da hinten, der ist da hinten weggelaufen. Hinten links ist der weggelaufen. Hier! Also entweder das, Daniel, Bernie. Ja, Bernie. Entweder Daniel oder Bernie. Nein, Bernie. Ich bin so nicht. Nein. Bernie oder Daniel Duell. Bernie, Daniel Duell. Daniel. Ihr auf der komplett anderen Seite. Ich war auf der komplett anderen Seite zu der Zeit. Ja, dann ist es Daniel. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht! Ich kam von unten hoch. Mario ist bestimmt. Ey, was? Soll zwar nicht Daniel. Jungs, jetzt schlachten sie alle Innocents gegenseitig ab, ey. Ja, die anderen haben nicht confirmed. Da ist noch einer, wer lebt noch? Flo, du Pisser. Ich? Warum? Ja, du kommst doch schon hier in die Nähe, ey. Wenn du so auf mich zuläufst. Wenn du schon auf mich zuläufst, dann musst du auch schon. Really? Really? Bist du in deine einzige Frag gelaufen? Ja, in deine eigene Frag gelaufen? Ich hab keinen Frag. Nee, ich hab keinen Frag geworfen. Lol, ja, okay, dann warst du, dass du da weggelaufen hast. Ach, Moment, aber es hat geholfen, weil wir dann eben fast alle bis auf Kuba damit durch die Verwirrung ausschalten konnten. Ja. Fuck. Ich kam halt von unten hoch, ungewollt. Ich war da. Ungewollt. Gewollt, ja. Ich war die ganze Zeit, ich war eine Weile im Keller, dann komme ich so hoch und sehe, wie alle sich gegenseitig abschlachten. Dann sehe ich so zwei Leute, die confirmen nicht und gehen weg. Also, ja, das sind die beiden Trader. Kann man eigentlich auch in Reihe irgendwelche Leute testen? Weil da. Keine Ahnung. Ja, ich hab's gesehen, das Ding immer weiter. Ich hab gesehen, dass es durchgegangen ist. Zeigt immer grün. Aber ich bezweifle es. Er zeigt immer grün an der Trader-Teste. Nee, er meint, glaube ich, die Stimpiste, oder, Rafa? Ja, richtig, weil. Die ist nämlich, die Kugel ist durchgegangen, durch Daniel durch. Trader-Teste ist grün, ich bin innocent. Nee, das haben wir tatsächlich schon mal getestet, glaube ich, dass einer dahinter stand. Das geht nicht. Das muss ein Grafikbug sein. Bing, bing, bong, bong, bing, bing. Ja, oder bong. Der kann halt nur einen gleichzeitig testen und der zweite ist halt. Die Kugel ist halt nicht für Durchschuss gedacht, sagen wir es mal so. Ja, genau. Oh,
endlich eine Liege. Oh, ein Instant. War in dieser gesamten Runde wirklich nur eine Frag? Ja. Einer ist im Trader-Raum und ist das Licht ausgegangen. Ich glaube, ich habe alle außer Bernie gesehen. Bernie. Es fährt alles los. Ja, Bernie. Alle außer Bernie sind oben. Ich sehe jeden oben. Da ist Daniel. Nein! Ich habe Copa Daniel gesehen. Ja. Ich hab's abgesehen. Oh, war das knapp. Ich bin an allen vorbeigelaufen. Bernie kam gerade hoch. Ich hab Jung und Rafa gesehen. Ja. Bernie. Ja. Flo ist leider gestorben. Geht komplett weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Genau unten. Flo lebt wieder, ich hab ihn wiederbelebt. Okay. What the fuck, was? Also dieses Mal hat der Bernie quasi noch schlimmer gemacht, diesmal hat er gar keinen erwischt, sondern einfach nur... Ja, bei Lego, wenn man halt in den Traitor-Raum geht, dann ist das High Risk. Zumal die Dinger keinen mehr töten, weil jeder weiß, was passiert. Junge, es ist Zero Reward, weißt du, weil... Ja gut, also wir haben lange die Map nicht gespielt, ganz habe ich auch nicht mehr drauf, wo die alle hinfliegen. Sagen wir mal so, ich hatte es auch nicht drauf, aber ich habe sofort gesehen, wo ich da nicht hingehen sollte. Flo, warum bist du an Bernies Leiche? Plötzlich so ein Koko. Wenn ich hier bin als Detective. Achso, ja, bist du von oben hochgekommen? Hä, Flo, hast du doch als Innocent... Achso, da ist Bernie. Ach, stimmt, doch, nee, Flo, stimmt, Flo. Flo, du... Flo, stimmt. Mach die Leiche, Flo, sagen, ist gut, dann kann ich weiterlaufen. Wobei es blöd ist, wenn er stirbt, dann ist es stimmt... Tut mir mega leid, Flo. Wobei es blöd ist, wenn Flo sterben sollte, dann hört man da nichts von. Ja, das stimmt. Flo, lauf mal weiter, ich bleib hier. Wieso hört man da nichts davon, wenn Flo stirbt? Ja, weil der nicht sagen kann. Achso, okay. Er ist ein Innocenter, der wiederbelebt wurde. Flo. Ah. Si, senor. Se muy masil de la fungi papungi. Aha. Ich seh gar keine Leute mehr. Was ist das? Feuer! Daniel wirft Brandgranaten. Rafa läuft rückwärts und guckt Daniel dabei an. Ja. Traitor auch Traitor. Wir haben uns gegenseitig auch gekriegt. Mich und Bernies Leiche an. Alles Traitor. Ja, übrigens, wenn ich tot sein sollte, Bernies Leiche hängt hinten am gelben Helikopter, der nicht losgeht. Das ist hinterm Infomercial-Dingens. Ja, ich wäre ja gerade längst gelatscht. Ja, aber du kannst ja Traitor sein und mich killen vielleicht. Das ist wohl wahr. Aber hier oben sind so viele Leute und so groß ist die Map nicht. Also irgendeiner sollte denjenigen dann erwischen. Ja, ich glaube. Das ist jetzt schwer für den einen Traitor. Wo, Flo? Mission. Da läufst du mit der Pump Avocado hinter mir her? Flo ist innocent, la, la, Rafa. La, 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 ich hab wieder belebt. Ich muss aber. Ja, ich vergesse das immer wieder. Ja, ich hab's ja auch vergessen. Um ehrlich zu sein, habe ich aber keine Ahnung, wer. Noch. Oh. Sniper Shots. So, einer ist gestorben. Okay, Copa war's. Copa hat gerade Flo gemacht. Nevermind. Nicht gut. Wo waren die? Hinten bei der Polizeistation. Beim Tester hinten. Ist tot. Aua, nein. Wollt wenigstens noch. Tötet euch doch in die Runde. Warum tötet ihr euch? Wir haben die Runde geholt, Jungs. Ja. Ich hab angefangen. Rastet wieder aus. Du hast angefangen. Ich habe auch keinen getötet. Ich habe nur einmal angeschossen. Leute, wir müssen hier Harmonie rein. So schon fast tot. Harmony. Fifth Harmony. Die haben doch jetzt einen Member verloren. Wer wird das fünfte Member? Was? Wer ist das überhaupt? Das ist doch die eine Band, wo wir uns gefragt haben, wer die sind, die bei WrestleMania die Hymne gesungen haben. Ja, ah. Die habe ich da 2 Minuten gekannt und dann vergessen, weil es ist unwichtig. Okay, unwichtige Sachen vergisst man. Ich hab's halt nicht vergessen. Ich hab seine halt gestorben. Ach. Nee, die ist ausgetreten. Das rechnet das so aus, wie viele. Ich würde auch aus einer Band austreten, die keine Sau kennt. Das wechselt. Die ist sehr berühmt. Was? Das macht so eine Skala. Ich hatte. Ja, aber das war halt. Das muss gepatcht worden sein, weil früher hat die immer 10 HP genau gegeben. Immer. Ja, jetzt hat sie mir 10 HP gegeben, aber sie war vorher irgendwie auf 15 hoch und dann ist sie wieder runtergegangen oder so. Oder auf 20 wahrscheinlich. Okay. Erinnert ihr euch daran? Warte mal, wo ist. Nein. Hallo. Lol, erinnert ihr euch? Ja, warte mal. Wo hab ich jetzt Branddamage bekommen? Ich guck mal, bist du grade, Traitor? Hä? Nein, ich versuche gerade Chat zu schreiben. What the fuck? In den All-Chat. Was ist denn? Hab ich jetzt Feuerdamage bekommen? Da hinten war irgendwo los? Feuer bei dem... Wow. Was ist das Krankenhaus oder so? Ja. Jo. Da wäre ich eben auch fast reingelaufen. Wieso denkst du, dass ich Traitor bin? Ich versuche was in den Chat zu schreiben. Bei diesem du standst halt gerade rum einfach. Radarturm, da. Ja, ich versuche gerade in den Chat zu schreiben, deswegen, ich sag das die ganze Zeit. Ja, Google sicher. Das ist aber Team-Chat. Ich meine...
Hier, wenn ja, du. Du bist ja innocent, dann wenn du innocent bist, lesen wir das alle. Aha. Okay. Nee, ich will halt einen allgemeinen Chat schreiben, nicht in irgendeinen Team-Chat. Sag mal. Y oder so? Bist du eigentlich. Sag mal, Bernie? Ja, ich glaube auch. Ja, das ist Y. Du warst gerade Traitor, ne? Oh, Copa. Copa ist it. Copa schießt auf Flo hinten am Traitor-Tester. Bernie ist auch da. Bernie schießt auf Copa. Copa ist tot. Komm. Bernie ist innocent proven. Das habt ihr schon, okay. Identen. Bernie ist innocent proven. Ich heil dich nicht, liegen. Bernie. Sub. Ich möchte eigentlich Copas Leiche killen, lieber. Sub oder ich hab keine Punkte mehr. Ich hab keine Punkte mehr. Copas Leiche ist tot. Bernie ist proven. Das heißt, Daniel, Rafa und Sub, einer von euch ist es. Mhm. Wer Crowbar denn da? Ah, hey, das war Sub. Das war Sub. Sub hat die Holy geworfen. Ich hab ihn genau gesehen. Ich hab gar nichts gerufen. Okay, ja, Sub ist auch in der Nähe. Lol. Das ist außerhalb der Map gefallen. Nee, er ist ja gegen die Mauer gekracht. Er ist gegen die Mauer gekracht. Sub ist raus aus meiner Sicht. Man kann auf den Dings kann man rauf, auf die Mauer. Ja, sorry, Sub, ich hab Rafa dann geglaubt. Ich hab dich so krass gesehen kam, dabei. Kam sehr überzeugend rüber. Jo. Ich hab auch gesehen, wie er die gerufen hat. Hm? Hä? Hm? Hm? Wieder Detective. Hä? Entweder bin ich heute Traitor oder Detective. Hier, stehen bleiben, Sub. Irgendwas Besseres. Ach, schön in den Anus geschossen. Nimmst du mir meine Muni weg? Übrigens, ja. das wollte ich machen. Ich bin Detective, Chat. Alter. Ja und? Ist mir egal. Ja und? Ey, sag mal, Copa. Erinnerst du dich daran noch? Oh nein! Oh, bitte. Hörst du das, alles Copa? Hörst du das, Copa? Hässlicher Sohn, ey. Hörst du das, Copa? Wo ist Copa? Boah, was? Da im Anus bin ich, ey. Oh Gott, ich bin tot. Und ich hab nichts zum Heilen mehr, ich hab keine Punkte plötzlich mehr. Plötzlich standen alle neben mir. Tötet mal einen Traitor, ich hab keine Punkte mehr, ich muss mich heilen. Du musst aber doch für den Traitor, glaub, killen, ne? Ja, ja, das stimmt. Doch, nee, doch. Nicht, nein. Nicht, wenn der noch Punkte hat. Genau. Nicht, ja, falls er noch Punkte hat. Ach nee, so. Ist auch so. Ich hab ja gerade eben Copa auch nicht gekillt. Hey, test mir, glaub ich, me. Nee, eben. Du hast mich gekillt, Jung. Glaub nicht. Ich weiß es genau. Aber es ist nicht immer so, es ist tatsächlich nicht immer so. Also bei mir war es immer ein, aus... Ich glaube, es ist ein Safe-Punkt. Aus 100% der Fällen war es bei mir immer so. Ich glaube, es ist ein Safe-Punkt, wenn man einen Traitor killt, aber es gibt auch eine Möglichkeit, wenn man ihn nicht killt, dass man einen Punkt kriegt. Ja, nur wenn man die Leichen von ihm abnimmt. Also die Leiche. Es gibt auch so eine Rate. Also ich bin mir 100% sicher, es wurden schon Traitor gekillt und ich habe Punkte bekommen, obwohl ich den nicht gekillt habe. 100 pro. Werden wir ja sehen. Können wir mal drauf achten. In ganz TDT. Ich glaube, das war sogar gerade eben auf Jelly so. Und ich sag, ist Jung jetzt zum. Ich glaube, der ist jetzt bis zum dritten Mal hintereinander Traitor. Ja, das war ja. Ja, ich sag, heute bin ich entweder Traitor oder Detective. Hm. Aber Bernie? Ja. Ich weiß nicht, wie sieht denn. Welche Farbe hat eigentlich das Standard-Fadenkreuz bei dir? Ich weiß nicht, welche Farbe mein Standard-Fadenkreuz hat, weil ich habe die Farbe letztens geändert. Bernie. Grün. Das Fadenkreuz. Fadenkreuz. Grün. Welche Farbe hat das? Grün! Da, Copa. Copa. Hinten beim Feuerwehr. Ist tot. Oh, Rafa ist Thriller. Ich wurde gethrillert. Aber ich und Rafa haben drauf geschossen. Ich bin im Untergrund. Na, Flo? Oh Mann. Wie er weggeflogen ist, lol. Bernie. Lol. Wenn du schon hinter jemanden stehst, kannst du auch finishen, ne? Oh Mann, what the fuck. Bernie steht hinter, Bell steht hinter Flo, schießt mit der Pumpshot, kann Flo ist badly wounded. Ich wusste er steht sofort, genau da, hinter ihm. Ich wusste sofort, dass Copa und Bernie Traitor sind. Wieso? Weil? Ja, ich werde ihn nicht verraten. Weil? Ja. Ich weiß nicht, ich hab's auch gesehen, Junge, ich hab's auch gesehen. Ich wusste es sofort. Copa hat dann so, oh, und Bernie hat's nicht verraten. Ich wusste sofort, dass ihr beide Traitor seid. Ach so, klar, deswegen. Ja, deswegen wollte ich dich schnell umbringen, damit er es nicht sagt. Aber ich verrat's auch nicht, keine Sorge. Ich verrat's auch nicht. Rafa verfolgt mich. Ja, kannst du mir bitte deinen Fahrrad kommen? Rafa rennt mir hinterher. Zeit hinterher. Das ist gleich hab ich dich. Sag. Bernie zielt. Bernie hat gezielt, der war gerade im Zielmodus. Dafür kriegt er eine Crowbar ab, ey. Oh, Jung ist bestimmt jetzt wieder Traitor, er ist kein Detective. Nee, ja. Mein Fadenkreuz ist ja grün.
Meins ist lila. Eine Revenge Cobra. Was? Revenge Cobra? Eine Revenge Cobra? Achso, ist das Fadenkreuz nicht immer grün? Nein, es ist halt nicht als Traitor, es ist rot. Hä? Cobra und Bernie haben beide ihr Fadenkreuz, ihre Fadenkreuzfarbe nicht gesagt. Hä? Ich wollte, dass Bernie sagt, du hast mich gar nicht gefragt. Du hast mich gar nicht gefragt, ich hab nur reagiert. Aber alle haben ihre Farbe gesagt, außer du und Bernie. Ja, das muss klar sein. Ich hab gar nicht gehört, dass andere ihre Farbe gesagt haben. Ja, doch, alle haben die Farbe gesagt, alle. Ja, gesagt, das ist grün. Deswegen wusste ich, ja. Deswegen wusste ich, dass Cobra und Bernie Traitor sind, weil die Fadenkreuzfarbe als Innocent grün ist und als Traitor ist die Fadenkreuzfarbe rot. Ja, aber dann könnten wir doch auch grün sagen, wenn wir nicht. Ist mir halt auch nie aufgefallen. Das war ja der Witz an der Sache. Deswegen, weil Cobra und Bernie ihre Farbe nicht gesagt haben, war es mir klar. Zumindest Cobra, weil es ihm aufgefallen ist. Aber ich hab's auch nicht gesagt gehabt. Lol, warum liegt hier unten Blut rum? Alle haben grün gesagt. Nee, ich hab eine Maske auf. Sonst hätte ich doch nicht gewusst, dass Cobra Traitor ist. Doch, ich hab's doch gehört. Ja, aber wenn andere. Ich weiß, aber wenn ich das gehört hätte, dann hätte ich auch gestorben. Wo? Was? Raffa hat seine Farbe gesagt. Daniel. Ah. Hä? Wieso ich? Mario. Ich hätte eigentlich Mario. Verarschen? Mario war vorher mit mir im Keller. Also ja, mit dir. Willst du mich Daniel verarschen? Daniel und Bernie waren hier oben. Ich bin die ganze Zeit oben gewesen. Schade, kann man damit was machen? Worum geht's jetzt? Ich hab's voll vergessen. Mindturtle irgendwo. Wir haben eine Mindturtle im Keller und Mario ist Richtung Keller. Mehr. Okay, wo ist sie gefunden? Ich werd Bernie. Hi Bernie. Der labert so ein Müll. Ist aber nicht gut, wenn Raffa liegt hier unten. Warte, schießt auf mich. Ja, ich glaube nämlich, du bist das. Du und hier liegt noch eine. Ja. Dann tötet mich. Aber er beschuldigt mich, obwohl ich die Mindturtle nicht gelegt habe. Er wird jetzt selber sehen, dass ich innocent bin. Er war der Einzige da unten mit im Keller und er meinte, ich bin's, dann musste aus meiner Sicht er es sein. Ihr könnt ihn wiederbeleben. Ihr könnt mich töten, was ihr wollt. Ist natürlich jetzt gefundenes Fressen für einen wie Daniel, weil der Traitor ist. Nee. Und die Mindhütte mal wieder platziert hat. Okay. Ich hab Nichts gesagt, ich war die ganze Zeit nicht im Keller. Du kannst mich töten. Ja, Sub läuft hier unten im Keller. Ich hab grad Raffa gesehen. Du kannst ihn aber auch wiederbeleben. Ja. Ich hab ihn da aufgehängt, Cooper. Warum läufst du eigentlich schon im Keller? Nee, ich muss erstmal einen Traitor killen. Bei dir ist noch nicht so. Ich weiß, du. Aber ich sag, wenn jetzt irgendjemand Jungen aus Verdacht töten würde, dann würde ich da nichts dagegen sagen. Aber ich möchte das nicht machen. Das ist jetzt aber gefundenes Fressen leider für die Traitor, was du da sagst. Weil Bernie hat mich so angemacht, dass ich das sein sollte. Und er war halt mit mir vorhin tatsächlich unten, das stimmt. Aber wir sind beide aus der Garage wieder rausgelaufen. Und deswegen hätte er es aus meiner Sicht von mir aus sein müssen. Was ist denn jetzt aus meiner Sicht hätte er es sein müssen. Ich hab ihn gekillt. Bernie ist tot. Ach, du hast ihn gekillt. Ich dachte. Ja. Okay. Ich hab ihn gekillt. Deswegen sag ich doch die ganze Zeit. Und das hat natürlich das gefundenes Fressen für so einen wie Daniel. Das Witzige ist, Junge, bei jedem anderen hätte ich. Ja. Bei jedem anderen hätte ich gesagt, das ist ein Indiz für einen Traitor, weil er das ausnutzt, um Bernie abzuklären. Aber bei dir denke ich mir, das ist so dein Innocent-Verhalten. Naja, Bernie hat ja gesagt, jung muss es sein. So, und dann, weil Bernie halt mit mir da unten war, hab ich halt gedacht, Bernie muss es sein. Er war aber auch schon wounded und so. Ja, und? Aber ist doch trotzdem so, dass er gegen mich geshootet hat. Und da er ja der Einzige mit mir unten war, was ja stimmt, hätte ich auch gesagt können, dass er die Mindhütte legt. Flo? Ich lebe noch. Okay, Daniel? Sub zielt auf mich. Okay, gut. Oh, ja. Sub hat die gerade geworfen. Nee, hab ich nicht. Doch. Nein. Doch. Safe nicht. Willst du dich verarschen? Du hast sie doch gerade geworfen. Er ist da gerade weggelaufen. Er ist da. Junge, Sub schießt auf mich. Ja, Junge schießt auf mich. Junge ist es wirklich. Junge ist wirklich. Confirm ihn? Ja, confirm ihn. Warte. Im Haus drin. Der ist im Haus drin. Ja. Ich habe einen Punkt bekommen, aber Traitor. Gemacht. Flo oder Daniel. Daniel kommt von hinten. Das gibt's nicht. Komm, geh auf. Oh, ich. Also Flo, dass du ihn nicht gleich erschossen hast, ey. Ich hab ihn doch badly gelegt. Ah, Mann, das hängt. Mein Ding hängt fest. Er hat die Turtles gelegt? Ich hab keine gelegt. Ich war die ganze Zeit nicht im Keller. War gut, dass ich nicht jung nicht sofort getötet hab. Nein. Das war dein innocent Verhalten. Ich wollte die Golden Deagle Wiederbelebungstechnik machen, aber leider hatte ich schon. Willst du dich verarschen, Raffa? Hast du gesagt, aber jetzt ist es jung? Nein! Jung confirmed.
dachte, ja, Rafa weiß es, weil er Jungs Kollege ist. Ja, stimmt's? Klingt logisch, ja, auf jeden Fall. Okay. Klingt logisch. Boah, Alter, Rafa, jetzt haben wir die schlechteste Traitor-Runde ever, weil du uns verraten hast. Ja, sorry, das passiert halt mal. Ach so. Ich bin halt nicht mehr ganz wach. Können wir nochmal von neu anfangen? Ja, und jetzt mal jetzt alle so neuen Folge von Trump. Nee, könnt ihr mal alle so tun, als hättet ihr das gerade nicht gehört. Ja. Jetzt fappt er auch noch. Subs Blowjob war eben so mindblown. Ja. So zu krass. What the fuck, was ist das? Pizza muss ich. Jetzt in eine Party. Ja, okay. Wir machen eine Pizza-Party. Warte, ich will auch noch eine Pizza. Ich hol eine von unten, warte. Aber wieso kommt die Mucke hier? Ja, die kommt aus der Pizza. Irgendwo kenne ich die. Wie aufs Klavier. Lego-Insel. Ja, war das eigentlich mit Absicht, ja, was du die Mucke. Letzte hier, Runde. Hier, aufs Klavier. Ich habe meine Pizza aus Versehen runtergeschmissen. Warte, ich leg dir noch, ich geb dir eine hoch, warte. Aber kann ich die dir abnehmen? Oh, hast du schon, okay. Ja, danke. Ich habe die hier hingelegt. Ja. Sub, war das letzte Runde mit Absicht? Was? Dein, warum hast du eine Maske auf? Das war einfach so, weil es gepasst hat. Ja, dann habe ich gesagt, dann blasen wir noch eine. Na, eine Sekunde später war ich weg. Okay. Das hat einen so perfekt gepasst. Wenn ich die Pizza auf den Tisch legen will, rutscht die ihm runter. Die ist voll slippery, ey. Ja, aber ist geil. Das ist eine Jizz-Pizza. Hier. Wir machen einen Doppelwopper. Oh, jetzt hält's. Wenn du deine drüber hältst, dann. Oh, scheiße. Nein, ist runtergefallen. Kann seine Mann eine Pizza hochgehen? Kann man hier. Wer ist das? Ja, da? Ja, ich bin schon. Flo. Ja. Flo, leg mal bitte die Pizza hier hoch. Rand. Leg die ja, da hoch! Ihr müsst die da einfach. Ja, hinlegen. Ja, lass danke. Los. Danke. Immer gerne. Oh, hier, wir machen Burger, eine Burger-Pizza. What the fuck? China. Bam, bam, bam. Oh, den hätte man jetzt so gut als Prop machen können, ne? Oh, das wäre mies. Das ist echt slipper. Oh Mann! Oh, nein, die sind Jungs, voll. Warte, ich bring die euch mit. Übrigens, ihr beide, nur so als. Wenn man die ablegt, kriegen die einen Boost. Ihr wisst schon, dass Bernie auf der Polizeistation hinter euch steht, nur so als Info. Ich beachte sie nur. Nein. Ich beachte, das heißt beobachten. Uns muss keiner beachten, wir sind zu zweit. Bernie, verpiss dich oder ich geb dir einen Headshot. Einer schießt von unten. Nein, nicht Bernie. Einer hat von unten am. Wer ist unten am Haus? Rafa ist unten am Haus. Rafa ist es. Einer hat mit der Shotgun auf mich geballert und es war nicht. Ich hab die euch gerade hochgegeben, die Pizzen, nicht wahr? Es hat doch einer auf mich. Ich hab 40 Leben, der muss direkt am Haus gewesen sein. Also ich Bernie hat da auch eine Shotty. Bernie hat da auch Nein, aber Bernie hat nicht geschossen. Ich hab Bernie ja angeguckt. Ich dachte, Bernie hat geschossen. Okay. Ich weiß nicht. Ihr bringt mich um, dann weißt du. Ich war die ganze Zeit. Ich bin extra weggelaufen von euch. Ich war das nicht. Dann weißt du es. Du bist das, oder? Ich bin das nicht. Du bist das. Sonst hätte ich dich ja komplett gemacht. Was ist das für ein Move? Wer schießt mich hier einfach so an? Warst du das? Nein, ich hatte die Pizza gerade in der Hand gehabt, als das war. Hast du dich verkehrt? Ich hatte auch Zeit Pizza mit in der Hand gehabt. Ich hab euch die gerade von hier unten hochgebracht. Klar, noch aber Bernie war es nicht. Bernie hat geguckt und da kam nicht das Mündungsfeuer. Hm. Ich hab auch Schaden von ganz woanders. Ich glaube, das kam aus der Richtung. Nein, Bernie war es. Ja, hier unter kam es. Ja, da, wo Rafa steht. Hier hat die gerade eine Pizza hochgelegt. Flo hat keine Shotgun. Wo ist Cobra überhaupt? Der ist komplett. Ich war die ganze Zeit, weg von euch. Ich hab erstmal geschrieben, weil. Ja, ich hab immer eine Shotgun. Ja, aber dich hat keiner gesehen, das ist ein Problem. Bleib mal kurz stehen, Rafa. Und Rafa direkt am Haus so offensichtlich ohne zu killen, das wäre echt dumm. Aber sagen wir mal so, Rafa. Wenn dann sind Daniel und Flo, weil das wäre. Also ohne Spaß, es waren alle hier im Haus, keiner hat's gesehen, es müssen ja Innocente da gewesen sein. Daniel war da der Detective. Ich meine, unten sind ja nun massig Leute rumgerannt, die sind dann angeschossen. Und das hat und keiner hat's gesehen. Also ich kann Rafa. Guck mal, die Pizza, ich hab grad die Pizza auch. Wieso? Ich bin die ganze Zeit weg. Ich war die ganze Zeit weg. Es waren halt gefühlt alle da. Flo und Rafa. Ich bin Detective Copa. Ja, Flo und Rafa waren am Haus. Ja, Daniel, hast du was zum Heilen vielleicht für Jungen? Wenn sie nichts gesehen haben, dann liegt es daran, dass sie geschossen haben. Ich war die ganze Zeit, ich wusste, dass da irgendwas passiert bei euch beiden. Deswegen bin ich, hab ich euch sofort gemieden. Ich könnte mir Medkit kaufen. Ich hab euch 100% gemieden, weil ich wusste, Junge hat mich fast down geschossen. Ich war die ganze Zeit vom Haus. Flo, schieß bitte auf Flo. Ich glaube, Flo ist der andere. Schieß bitte auf Flo. Okay. Nein, bin ich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich drehe auch Rafa. Rafa ist tot. Rumgelaufen. Confirmt einmal, bitte. Ja. Oh, der ist gemacht worden von der Seite. Stop! Okay, stop. Ja, lass mich das. Was sind wir von Flo? Flo, lebst du noch? Ich lebe noch. Okay, nice. Ja gut, dann ist das, du hast ihn gekillt, dann ist das für mich Ben. Wo ist Mario? Mario wurde gekillt. Ich weiß nicht. Mario ist tot. Du kannst nur sein.
Nein, ich bin's nicht. Nein. Wo seid ihr denn? Oh lol. So, einer von den beiden ist tot. Ich nehme an, Bernie. Na, ja. Das bist du richtig. Ja, ich dachte es mir. Ich bin nicht. Ich mach keine Ahnung, wo die beiden sind. Ich hab auch keine Ahnung, wer den Jungen angeschossen hat. Ich war es aber nicht. Hä? Wie kann ein Junge mich anschreiben? Ich verwirr mich gerade nicht. Weil ich ihn wiederbelebt habe und in dem Moment gerade seinen Satz fertig beendet hat. Ich habe noch mit Raffa und Zap geschrieben und dann hat Dani mich wiederbelebt. Achso. Das war jetzt wieder Bad Luck, weil ich... Mit Y kannst du sowieso mit einschreiben. Sorry, Raffa und Flo, aber ich habe halt gedacht, ich habe Kuppa echt geglaubt einfach mal. Ich hab's auch nicht gemacht. Ich hab's auch nicht gemacht. Das war Zap locker. Nein, ich wollte das nicht. Hä? Zap hat gerade geschrieben, Kuppa war's. Wer hat mich angeballert? Ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Bernie? Ich dachte, das war Zap. Nein, ich hatte auf einmal 40 Leben von einem Shotgun-Schuss. Ich hab mir das auch gereicht und dann habe ich irgendwie. Also, what the fuck, bei mir hat es ausgesehen, ob Sub geschossen hätte. So. Nein, aber ich weiß nicht. 100%, ich schwöre bei allem. Ey. Nein, Sub stand hinter mir und. Also, ich hab quasi Sub angeguckt und ich wurde von hinten angeballt. Ich hab die ganze Zeit mit Pizzen rumgespielt. Aber Junge, weißt du, ich auch. Deshalb, ich kann es auch nicht umkommen, weil Kuppa die Idee hatte, eine Joint-Bomb zu zünden, wenn viele Leute da rumstehen. Ist doch nicht schlimm, wenn es jetzt ein Innocenter versehentlich war, aber man kann es doch jetzt echt sagen. Sagen wir mal so, ich bin gerade runtergesprungen. Ich glaube auch, dass du das nicht warst, weil ich dich angeguckt habe und ich wurde von der anderen Seite angeschossen. Ich glaube dir das ja, Bernie. Und Zap war es auch. Irgendeiner muss es ja gewesen sein. Meine Erklärung war glaubhaft, weil es die Wahrheit ist. Ich bin extra von dich weggegangen, weil ich wusste, dass es da vielleicht abgeht mit der John. Und dann habe ich halt gedacht, es war Raffa und Flo hat extra nichts gesagt, dass es Raffa war, weil er sein Traitor-Kollege ist. Deswegen habe ich gesagt, Flo und Raffa. Also irgendeiner will es aus irgendeinem Grund nicht zugeben, warum auch immer. Oder irgendjemand hat es aus Versehen gemacht oder... Ja, es ist ja, aber selbst wenn man es aus Versehen gemacht hat, weiß man doch, dass man es war. Ja. Bernie läuft nur mit Pistol rum. Deswegen, ich habe nicht mal gesehen, dass irgendwie ich habe keine Ahnung, Grappelhook. Aber sagen wir mal so, die einzigen, die da hingeguckt haben, waren halt Bernie und ich dachte halt, Bernie hat geschossen, weil genau in dem Moment ist er runtergesprungen oder so. Ich weiß es nicht. Naja, Mysterien sind irgendeiner Mysterien. Will es nicht zugeben. Ja. Port nicht vorbei. Warum? Ich check's nicht. Ich würde es jetzt echt gerne wissen, auch wenn es einfach ein Versehen. Man kann ja, wenn man vom Magnetostick, wechselt auf. Bernie hat mich gefrillert. Geht in den Keller. Bernie ist eine Pussy. Geht in den Keller. Nimm meinen DNA-Scanner bitte und scannt meine Leiche ein, Innocenter. Bitte, schnell. Ich bin neben der Garage, rechts neben der Garage in der Ecke. Schnell, Leute. Ich bin gleich tot. Bernie, komm raus. Nee, ich hab vier Leben. Nice. Halt dich schnell, versteck dich. Weil jetzt wir haben jetzt alle drei auf ihn geschossen. Raffa, Daniel und ich haben auf Bernie geschossen. Der Flo. Flo! Ja, Flo. Hab ihn. Close it. Oh, Daniel war zu weit. Erwischert, ne? Lächerlich. Ich war daneben. Ja, du bist direkt neben mir gestanden da. Warst du noch nicht aktiv. Gut, wer hat denn gewonnen? Ich mit. Kann jetzt bitte mal einer Punkten. Sagen, dass der versehentlich mich angeschossen hat in der Runde zuvor? Das macht mich fertig gerade. Ein Kürzette, Jungs, komm. Gut, ich würd sagen, mit diesem Mysterium sehen wir uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.